mal, Leute, hier unten ist die Linie, die die Nordhalbkugel von der Südhalbkugel trennt. Also hier Südhalbkugel, Nordhalbkugel, schnell wieder zurück. Jetzt zum ersten Mal zum Breakfast. Ach, guck mal, nur für uns. Steht hier einfach mal so. Wir wurden eben gerade gefragt, ob wir Gambo oder Fritos nehmen möchten. Ich hab keine Ahnung, was beides war. Ich habe einfach irgendwas dann gesagt. Und Gambo sind wohl Garnelen oder so. Aber meinst du nicht Rührei? Oder wahrscheinlich ist es Rührei. Wahrscheinlich ist es Rührei, ja. Wir wagen uns jetzt raus. Wir wollen noch mal ein bisschen was sehen heute. Und allein schon den richtigen Bus hier zu treffen, ist unglaublich schwer. Es fahren so viele Busse hier rum, kaum einer hat eine Beschriftung. Und es gibt auch keine richtigen Bushaltestellen hier. Bus dann an der Ampel gestoppt, da haben wir dann an der Tür geklopft und gesagt, er soll aufmachen und sind dann da eingestiegen und seitdem läuft das eigentlich ziemlich gut und so langsam sehen wir auch durch, wie das ganze Bussystem hier funktioniert. Ein Ticket kostet 25 Cent. Und das ist so gut wie quer durch die Stadt, man fährt damit eine Stunde fast. Also wir sind jetzt gerade in der Innenstadt von Quito und werden gleich noch weiterfahren, wieder außerhalb und zwar wollen wir zum Mittelpunkt der Erde. Äquator genannt. Hier sind wir also am Mittelpunkt der Erde, auf dem Äquator. Breitengrad 0,00. Richtig, und hier haben wir dieses riesige Monument, ein bisschen nördlich von Quito, wo wir hier gerade stehen, mit den vier Himmelsrichtungen und einer großen Weltkugel obendrauf. Tolles Gefühl. Oui, si. So, also das war hier der Mittelpunkt der Welt und dieses kleine angrenzende Gebiet mit ganz viel Tourismus und Tiergegend drumherum. Uns beiden hat es jetzt nicht so groß gefallen, aber das war eine Pflichtveranstaltung, man musste mal einmal hierher kommen. Wir sind jetzt gerade vor dem ecuadorianischen Regierungsgebäude auf dem Hauptplatz von Quito und man muss schon sagen, hier tobt das Leben. Also überall rennen Leute rum, die was verkaufen wollen. Überall sitzen welche, die was verkaufen wollen. Ich weiß gar nicht, wie die sich überhaupt über Wasser halten. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die hier was kaufen können. Und der Stil hier von den Gebäuden, das weiß nicht, ich habe mal Urlaubsvideos gesehen aus Kuba und das erinnert mich so ein bisschen hier dran. Ja. Bei der Basilika del Sagrado Voto Nacional. Es ist einfach eine schöne Baukunst. Das ist auf jeden Fall mal ein gutes Cardio-Training hier. So, wir Kartoffeln haben es jetzt auch hier hoch geschafft. Das war ein krasser Anstieg. Wir schwitzen bis aufs letzte Hemd. Und wir sind jetzt im Café Mosaik. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf Quito.
Und hier soll es auch das Nationalgetränk geben. Wie das heißt, wissen wir leider noch nicht. Aber wir werden das sicherlich gleich herausfinden. Das Nationalgetränk Ecuadors. Das ist heißer Cider mit einer Fruchtmischung. Es heißt Canelazo und es hat noch, ich glaube, so ein Zuckerrohr, das Mondschein genannt wird, mit drin. Nach so einem Tag ist das hier genau das Richtige. Schön warm, fruchtig und mit viel Alkohol. Und ja, die Aussicht ist Bombe. Endlich wieder zu Hause. Das fühlt sich so gut an, endlich wieder die Hände waschen zu können, auf Toilette gehen und hier ein Bett zu haben. Außerdem haben wir uns noch was gekauft von der Straße sozusagen. Auf der Straße gibt so viel Essen. Sieht auch gut aus. Und wir haben uns heute mal für solche, wie nennt man das, Teigtaschen entschieden. Ich glaube, die sind hohl, aber dazu gibt es noch so eine Suppe. Die süß ist. Mhm. Also die Suppe schmeckt so wie Vanille, passt ganz okay dazu. Und außerdem haben wir hier noch eine kleine Überraschung in der Teigtasche, und zwar ist hier Käse drin. Ha, damit habe ich nicht gerechnet. Liebe Freunde, es ist soweit, die Monsterbanane wird geöffnet. Schön mit Sound. Schaut euch das an, das ist ein dickes Teil, ne? Rein in den Mund. Also die schmeckt nicht wie eine normale Banane. Das habe ich mir schon fast getan. Die haben sie auf der Straße immer gebraten. Mhm. Das ist bestimmt eine Kochbanane oder sowas. Mhm. Also die ist auf jeden Fall viel fester als normale Bananen. Und vom Geschmack her auch ganz anders. Ich meine, guckt euch das mal an. Ja, aber guck mal, die Banane an sich ist ja überhaupt nicht braun. Von der Seite geht das ja alles. Ich finde, wir hatten heute einen ganz schönen Tag und haben viel erlebt. Das Busfahren war super anstrengend, aber hat sich gelohnt und hat auch irgendwie Spaß gemacht, finde ich. Richtig, also wir sind auf jeden Fall erstmal komplett überrascht und auch überfordert. Ja, überfordert auch ein wenig, aber auch froh, diese neue Kulturen so kennenlernen zu dürfen. Also es ist auf jeden Fall cool hier und es macht Spaß. Ja. Mit unseren Spanischbrocken sind wir bis jetzt ja ganz gut durchgekommen. Noch eine kleine Ankündigung. Es könnte sein, dass es jetzt allgemein hier in Südamerika und vor allen Dingen jetzt auch in den nächsten Tagen zu kleinen Aussetzern kommen kann bei den Videos. Wir wissen nicht, wie gut wir hier an WLAN kommen und sonst so. Deswegen bitte vergebt uns, wenn wir nicht ganz termingetreu sind. Dieses tägliche Format werden wir aber auf jeden Fall fortführen. Manchmal kommen dann vielleicht 2 oder 3 Videos an einem Tag raus. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Das ist auf jeden Fall mal ein gutes Cardio-Training hier. Was? Cardio-Training. Kennst du das? Ist das fürs Herz? Ja. Ausdauer.